Wer ein echter Harry Potter Fan ist, der hat sich bestimmt schon einmal gefragt, wie es so wäre, wenn man einfach einen Blick hinter die Kulissen werfen könnte oder noch besser, eine Nebenrolle ergattern könnte. Mittlerweile ist es dafür leider zu spät, aber das heißt noch lange nicht, dass man keinen Blick hinter die Kulissen werfen kann. Um ehrlich zu sein, gibt es da sehr viele interessante Fakten, die einen sind etwas offensichtlicher, bei anderen kann man schon einmal kurz schockiert sein, weil man es wirklich nicht für möglich gehalten hätte, denn neben lustigen Fakten gibt es natürlich auch schockierende, die man natürlich niemandem vorenthalten möchte. Hier sind einige Geheimnisse aus den Harry Potter Castings, die einem den Atem verschlagen können. Ja, ja, reife Leistung, Slytherin, reife Leistung. Aber... Wenn du mehr Videos dieser Art sehen möchtest, zeige es uns mit einem Daumen nach oben, abonniere Sehenswert und sei gespannt auf die nächsten Videos. Ivana Lynchs Essstörung. Ivana Lynch hat die Rolle der Luna Lovegood gespielt, die übrigens auch ihre Lieblingsrolle war. Noch bevor sie als Schauspielerin tätig wurde, war sie bereits ein riesiger Harry Potter Fan. Aber auch dunkle Zeiten haben ihre Kindheit geprägt. Als sie sich ihren Traum der Schauspielrolle erfüllte, war sie erst 11 Jahre alt und kämpfte wegen Magersucht um ihr Leben. Ivana lag im Krankenhaus, als Harry Potter und der Orden des Phönix herauskam und hatte Angst, dass die Bücher schnell ausverkauft werden würden und sie deshalb kein Exemplar mehr bekommen würde. Deshalb kontaktierte ihre Familie den Verlag und sorgte dafür, dass sie ein von J.K. Rowling signiertes Exemplar reservieren konnte. Am selben Tag, an dem das Buch in den Handel kam, erlaubte das Krankenhaus dem kleinen Mädchen, für eine Stunde nach draußen zu gehen. Bekleidet mit einem T-Shirt ihrer Lieblingsfigur und einer runden Brille ging sie mit ihren Eltern, um ihr Buch abzuholen und ahnte nicht, dass sich ihr Schicksal ändern würde. Manche sagen, dass J.K. Rowling ihr das Leben gerettet hat. Die Bücher der berühmten Harry Potter Saga gaben ihr Hoffnung, besonders nachdem J.K. Rowling auf einen Brief geantwortet hatte, den sie ihr geschickt hatte. Sie sagte ihr, dass Magersucht destruktiv ist und nicht kreativ und dass es das Mutigste ist, ihr nicht zu erliegen. Sie sagte J.K. Rowling daraufhin, dass sie gern in den Filmen mitspielen würde und sie ermutigte das junge Mädchen auch, wies sie aber gleichzeitig darauf hin, dass sie dafür gesund sein müsste. Für die Schauspielerin waren ihre Familie und Freunde die größte Unterstützung. Sie ließen sie nicht allein und begleiteten sie sogar zu jeder ihrer Therapien. Ihr Kampf dauerte 2 Jahre, obwohl oft behauptet wird, dass Ivana Lynch die Rolle dank ihrer Beziehungen zu der Schriftstellerin bekommen hat, ist es in Wahrheit so, dass die Schauspielerin zusammen mit 15.000 anderen Mädchen zum Vorsprechen ging, ohne dass Rowling es wusste. Shirley Hendersons Alter. Es ist schon Jahre her, dass die Harry Potter Saga zu Ende ging, aber es gibt Fakten, die für diejenigen, die keine großen Fans der Geschichte sind, immer noch unbekannt sind. Einer dieser Fakten bezieht sich auf die maulende Myrte. Myrte war eine Schülerin in Hogwarts, die dem Haus Ravenclaw angehörte, aber 1943 von Salazar Slytherins Basilisk auf Befehl von Lord Voldemort getötet wurde. Von diesem Moment an wurde sie zu einem Geist, den man nun in der Mädchentoilette der Schule auffinden kann. Was hier interessant ist, Chris Columbus, der Regisseur des Films, wählte nicht etwa ein 14-jähriges Mädchen für die Rolle der maulenden Myrte aus, denn das soll eigentlich ihr Alter auf der Leinwand sein. Nein, er entschied sich für die britische Schauspielerin Shirley Henderson, die bereits 37 Jahre alt war zu jener Zeit. Aber warum haben sie sich für eine bereits reifere Schauspielerin entschieden? Zugegeben, Shirley Henderson konnte schon sehr viel mehr Schauspielerfahrung nachweisen. Die Schauspielerin selbst hat sich hierzu ihre Meinung gebildet. Laut der Schauspielerin ist die Figur ein facettenreicher Charakter mit vielen Stimmungsschwankungen und unkontrollierbaren Emotionen. Vielleicht haben sie sich deshalb für einen Erwachsenen und nicht für eine echte 14-Jährige entschieden. Maggie Smiths Krankheit. Wir alle kennen die sympathische Professorin McGonagall. Aber wusstet ihr, dass die Schauspielerin Maggie Smith während der Dreharbeiten zu Harry Potter an Brustkrebs erkrankt ist? Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen. Nach Angaben des National Cancer Institutes werden fast 13% der Frauen irgendwann in ihrem Leben an dieser Krankheit erkranken. Während diese Zahl alarmierend ist, ist die gute Nachricht, dass die Überlebensrate für diese Art von Krebs zu den
Höchsten gehört. Und eine der vielen Überlebenden dieser Krankheit ist keine andere als Maggie Smith, die, wie gesagt, den meisten von uns durch ihre Rolle als Minerva McGonagall in der Harry Potter-Saga bekannt ist. Der Krebs wurde bei ihr im Alter von 73 Jahren diagnostiziert, das heißt, während der Dreharbeiten zu Harry Potter und der Halbblutprinz unterzog sie sich einer Chemo- und Strahlentherapie. Auch wenn sie sich dann dazu entschloss, nicht mehr auf der Theaterbühne zu spielen, so bestand sie trotzdem darauf, weiterhin in Harry Potter bis zum Schluss mitzuspielen. Das verdient auf jeden Fall Respekt und zeigt, wie viel Willenskraft trotz Krankheit bewirken kann. Bonnie Wright und Jamie Campbell-Bowers. Harry! Wusstet ihr, dass Bonnie Wright, die Ginny spielt, mit Campbell-Bowers, der Grindelwald interpretiert, zusammen und sogar verlobt war? Die Verlobung wurde viele Jahre lang geheim gehalten, obwohl sie bereits während der Dreharbeiten zum Film verlobt waren. Danach wurden sie zusammen bei Veranstaltungen und auf roten Teppichen gesichtet, aber nur wenige Schlagzeilen deuteten wirklich darauf hin, dass die beiden zusammen waren. Die Charaktere von Bonnie Wright und Jamie Campbell-Bower hatten auch nie eine gemeinsame Szene. Aber während den Pausen hatten die beiden natürlich viel Zeit, um sich kennenzulernen. Die beiden waren ungefähr 3 Jahre verlobt, sie trennten sich aber, als Die Heiligtümer des Todes Teil 2 veröffentlicht wurden. Die Karriere der beiden Schauspieler haben nach Harry Potter unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Bonnie Wright ist in kleinen britischen Filmen zu sehen und Campbell-Bower war eine der Hauptfiguren im Game of Thrones Spin-Off, das kürzlich von HBO abgesetzt wurde. Und Jamie hat seine Rolle als Grindelwald in Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen, als jüngere Version des Charakters wieder aufgenommen. Jamie Wilets Absturz. Wie bei den meisten Buchverfilmungen wurden auch in den Harry Potter Filmen viele Änderungen am Ausgangsmaterial vorgenommen, Ereignisse und Charaktere verändert und Figuren aus verschiedenen Gründen ausgetauscht oder entfernt. Aber es gibt einen ganz besonderen Fall in den letzten Filmen der Saga und hiermit ist einer der engsten Vertrauten von Draco Malfoy gemeint, Vincent Crabbe. In Harry Potter und der Stein der Weisen lernen Harry und die Zuschauer seine Mitschüler nicht nur aus Gryffindor, sondern auch aus den anderen Häusern kennen. Leider lernt Harry auch Draco Malfoy, Tom Felton, kennen, der mit seinen Freunden Vincent Crabbe, Jamie Wilett und Gregory Goyle, Joshua Hurtman, ankam, die während der gesamten Saga nur Nebenfiguren waren. Allerdings haben die Fans schnell bemerkt, dass Crabbe in beiden Heiligtümer des Todes Filmen abwesend war, obwohl er im Buch vorkommt. Denn im Buch spielt er eine wichtige Rolle, als er sich Malfoys Befehl widersetzt, Harry nicht zu töten, da er sich auf die Seite der Todesser geschlagen hat und nicht wie zuvor Malfoys Befehle befolgt hat. Crabbes Abwesenheit in den Heiligtümern des Todes Filmen hatte einen ganz bestimmten Grund. Im Jahr 2009, nur wenige Monate vor der Veröffentlichung von Harry Potter und der Halbblutprinz, wurden Waylett und ein Freund verhaftet, nachdem die Polizei ein Messer und 8 Tüten mit Cannabis in seinem Auto gefunden hatte, was sie dann zum Haus von Waylets Mutter führte, wo weitere Cannabispflanzen gefunden wurden. Waylett bekannte sich später schuldig und wurde zu 120 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Nach seiner Verhaftung beschloss Warner Bros., Waylett nicht in die endgültigen Filme aufzunehmen und Crabbe wurde durch einen anderen Slytherin-Schüler ersetzt, Blaise Sabini, gespielt von Louis Cordius. Leider war das nicht das Ende von Waylets Problemen, denn 2011 wurde er erneut verhaftet und 2012 zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. 2 Dumbledores. Und drittens an Mr. Harry Potter. Die Rolle des beliebten Professor Dumbledore wurde in der Harry Potter Saga gleich von 2 Schauspielern besetzt. Einmal von Richard Harris und dann von Michael Gambon. Kommen wir zum ersten Dumbledore, Richard Harris. In seinem hohen Alter spielte Richard Harris den Zauberer Albus Dumbledore in den ersten beiden Filmen der Harry Potter Saga, Harry Potter und der Stein der Weisen 2001 und Harry Potter und die Kammer des Schreckens 2002. Interessant bei diesem Schauspieler ist, er wird von Fans der Bücher allgemein als der beste der Schauspieler angesehen, die die Rolle übernahmen, da er den Beschreibungen von J.K. Rowling am ähnlichsten ist. Hier muss man anmerken, dass häufig auch der junge Dumbledore aus Fantastische Tierwesen mit zum Vergleich herangezogen wird. Aber wusstet ihr das? Der Schauspieler Richard Harris hätte die Rolle des Albus Dumbledore fast nicht angenommen, aber seine Enkelin war diejenige, die ihn überzeugte, indem sie ihm drohte, dass sie nie wieder mit ihm sprechen würde, wenn er es nicht tun würde. Nach 2 Filmen starb Harry.
Harris leider 2 Wochen vor der Premiere von Die Kammer des Schreckens und wurde durch Michael Gambon ersetzt, der sich die Figur völlig zu eigen machte. Michael Gambon, Sir Michael John Gambon, ist ein irisch-britischer Bühnen-, Fernseh- und Filmschauspieler. Internationale Anerkennung erlangte er durch seine Darstellung des Zauberers Albus Dumbledore in den Harry Potter-Filmen nach dem Tod des Schauspielers Richard Harris, der ihn zuvor gespielt hatte. Als Gambon die Rolle nach Harris frühem Tod übernahm, wurde seine Version des Charakters gut aufgenommen. Die einzige Beschwerde, die die meisten Fans hatten, betrifft diese spezielle Feuerkelch-Szene, da Gambon Albus Dumbledore eine wütende und enthusiastische Persönlichkeit gibt, während er in den Büchern ein ruhiger Charakter ist, ganz wie Harris' Interpretation. Fiona Shaw. Wer erinnert sich nicht an Harris' nervige Adoptivfamilie? Seine Tante Petunia hat es ihm genauso schwer gemacht wie sein Onkel. Was viele nicht wissen, Fiona Shaw, die Tante Petunia spielt, ist im wahren Leben lesbisch. Sie outete sich im Jahr 1995. Sie war zu der Zeit verheiratet und sie und ihr Mann trennten sich, damit sie mit ihrer damaligen neuen gleichgeschlechtlichen Liebe neu anfangen konnte. Das Schwierigste war, es ihren Kindern zu sagen, die damals noch in der Highschool waren. Sie hatte später eine Affäre mit der 14 Jahre jüngeren Schauspielerin Saffron Burrows. Seit dem Jahr 2018 ist sie mit der sri lankischen Ökonomin Sonali Derimnyagla verheiratet. In der Saga von Harry Potter tauchen so viele Gestalten und damit auch Schauspieler auf, dass man sich sicher sein kann, dass jeder von ihnen zumindest eine interessante Geschichte zu erzählen hat. Das haben wir an einigen Beispielen gesehen, von bewegend traurigen Momenten wie der Krebserkrankung von Maggie Smith, aber auch verblüffend unerwarteten Geschichten wie die Verlobung von Bonnie Wright und Jamie Campbell-Bowers. Abonniert unseren Kanal für mehr Videos wie dieses, gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt es gern mit euren Freunden. Danke fürs Zuschauen und bis bald!